andersrum, einfacher Sieg für die North Lions, die nun auf DE Inferno starten. Zweite Map am heutigen Abend und damit live zurück in die 99 Damage Stift 3.2. An der Stelle vielleicht mal Ausrufezeichen Match in den Chat. Fliegen diesmal schnell in Richtung Mitte. Wookie aber kriegt hier das erste Köpfchen, muss dann nachladen. Schnell überlang in Richtung A soll es werden. Lorand auch erfolgreich auf Short. Ne, auf lang war es. Bombe geplantet, aber beide Spieler bekannt. Swanee nun alleine auf der Side, aber Lorand. Ja, da klingelt das Köpfchen einfach direkt noch einmal. Erste Runde noch offline. Sie machen einfach direkt weiter. Wenn das Ganze nun hier ähnlich schnell vonstatten gehen soll oder vonstatten geht, wie es gerade eben noch auf Overpass der Fall gewesen ist. Ich sehe einmal gerade, ich muss schnell das Ergebnis noch eintragen. Die nämlich... Na, was ist jetzt? Warum kann ich das Ergebnis nicht... Muss ich gleich nochmal fixen. Diesmal soll es in Richtung B gehen. Banane aber. Lorand, über Tobi. Beide erfolgreich direkt. Und wieder ist es nur Swanee. Ganz alleine. Im 1 gegen 5. Und tapp nochmal eben ganz schnell raus. Ich würde hier ganz gerne das Ergebnis eintragen. So, jetzt ist es auch zu sehen. Perfekt. Jetzt stimmt alles. Direkt viel Utility die Mitte runter. Auch Bananenkontrolle gehört immer noch den North Lions. Jetzt die Double Nade in Wood. Die ist es nicht, aber Chief, ihr sitzt hier ganz alleine mit der Tech 9. Kriegt nicht das Köpfchen von River Toby gefunden, der hier also somit den ersten Frag rausnimmt. Auf der A-Side aber auch Marian. Erfolgreich mit 2. Nick passt hinten auf. Und somit geht's hier schnell in das 3:0. Klick, klack. Marian da mit 2. Nick passt noch hinten am Balcony auf. Also wenn ich den Chatverlauf mitbekomme, der eben noch geschrieben wurde, bevor es live ging, ja, müsste man meinen, die haben keine Lust mehr. Was ich aber auch nachvollziehen kann, wenn einfach hier wieder eine Bank steht. Einfach durch die Smoke den Opening Crack gezogen. Auch auf A ist man schon, nee, auf B war es ähnlich. Beide durch die Smoke durchgenommen. Also wenn ich so gegen so starkes North Lions spielen müsste, glaubt mir, dann hätte ich auch keine Lust. Man steht mit 3 Mann auf B, da will man aber auch jetzt hin. Stehen sie halt einfach komplett in der Banane, wissen halt nicht, was sie tun sollen. AWP hält den Winkel Richtung Coffins, geht es langsam vor, Swanee. Er müsste eigentlich weiter Richtung City decken, weil da kommt Nick rein, kriegt aber nicht den Frag. Aber Lorand immer noch Newbox, da sind man, ist man sogar geboostet, Newbox. Kriegt hier aber nicht die Frags, also 2 gegen 2, die Bombe nun kann geplantet werden. Wookie und Marian im Afterplant, im Retake. Und die AWP, sie hält halt eben auch schon wirklich aggressiv in Richtung City rein. Trifft hier aber nicht das Köpfchen. Marian also weiter jetzt. Nächste Köpfchen wieder nicht getroffen, aber dann ist Fred zur Stelle. Holt hier alle beide raus. Und damit ist es die erste Runde
für die Fliegen, die man, glaube ich, jetzt auch einfach wieder schnell auf den Boden der Tatsachen zurückholen wird. Geld nämlich immer noch da. Wookie kriegt die AWP gedroppt. Wibbertobi nickt, so wie es ausschaut. Dann aber auch nur mit Pistols. Wieder Dreier-Setup in Richtung B. Molly in die Mitte. Banane-Molly. Und Bernie wird schnell in die Mitte reingeschickt, zieht sich aber auch sofort wieder zurück. Da hat Nick nicht getroffen. Das ist immer wieder interessant. Also er steht da mit einer Schrotze, mit einer Swag 7, zieht rum und trifft halt einfach mal überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, wie viele Kugeln in einem so einem Schuss drin sind. Fakt ist jedenfalls, dass da ist immer wieder ein Rätsel mir bleibt, wie man denn dort dann eben überhaupt nicht trifft. Rand mit dem Smokeplane, Nate zieht sich zurück, wartet auf seine Mates. Wollte ich aber auch jetzt sofort mit dem Smoke. Nein, wird nicht durchgeschickt. Also jetzt an der Stelle sollte man eher die Waffen safen gehen. Das tun sie auch an der Stelle. Also Rookie, Marian, AWP und M4 gesaved. Und versucht es mit einer 1-4 Deckung. Bernie aber sofort mit dem Opening gegen Nick. Zieht hier jetzt auch durch, findet das Duell auch gegen Rookie. AWP ist raus. Marian noch mit dem Refrag. Wibbertobi auch mit dem... mit dem Zeus erfolgreich gegen Swanium. Ich glaube, wenn das jetzt nicht der absolute Abfuck ist. Dafür aber er hat eben auch B komplett auf. Zieht die Pushbahn sogar schon entgegen. Da läuft Marian, hat eben auch dann komplett rein. Wibbertobi hält hier nur den Winkel. Da versucht man gar nicht mehr. Lorand muss aufpassen, dass er hier nicht noch die Waffe verliert. Weil man geht ihn auch handen. AWP kriegt man rausgenommen. Aber Wibbertobi saved die AK. Nächste Runde wird man also dann wieder kaufen können. 3:3 Ausgleich. Nun erstmal auf die Inferno. Somit die nächste Full-Buy-Round. Wieder der 1-4er Aufbau. Wieder der Push in die Mitte. Bernie und Wibbertobi schenken sich hier gerade nichts, aber dafür wieder die B-Side offen. Bombe aber immer noch in der Mitte und vielleicht hat man sie da jetzt gerade gesehen, sofort der Fokus auch von Wookie. Es ist immer noch die Bombe, die hier an der Rampe steht. Reed kriegt den Frag,
Damit müsste eigentlich auf dem Radar die Bombe gepickt worden sein oder bekannt sein in der Stelle. Chief, nun mit dem Support von der Banane, hat da das Köpfchen gesehen, trifft es auch direkt. Marian aber immer noch in der Smoke. Kriegt hier aber auch dann nur die Bombe rausgenommen. Chief sofort mit dem Refrag. Und somit die vierte Runde für das Team Fliegen. Da wollte man schnell die Mitte runter, den Aufbau wieder wirklich massiv stören. Hat auch wirklich in der Stelle das Glück gehabt, die richtigen Frags zu setzen. Aber am Ende hat man es nicht zu Ende spielen können. Schade, schade. Erstmal Goldstack in Richtung B, rüber Tobi ganz wild mit der MP9. Zieht da einfach komplett rein. Seine Mates versuchen ihm irgendwie zu helfen. Nick mit zwei Frags in der Smoke. Chief nun alleine. Wieder der Spray mit der MP9. Junge, junge, junge Spieler bekannt. 2 HP. Und nun Lorand. Er braucht hier nur den Winkel zu halten. Das ist genügend Information. Weil sobald er da durchläuft, entweder kriegt er sofort den Hit. Oder aber er kann sich wunderbar zurückziehen, die Informationen sich nehmen. Ja, aber vom Timing muss er nun die Situation hier erstmal wieder checken. Könnte natürlich jetzt bereits über Apps den Flank aufgebaut haben. Dementsprechend switcht er jetzt hier gerade immer wieder. Chief aber auch mit der Awareness in Richtung Anti-Boiler. Und damit der Ausgleich. Wirklich anders wild, wie man hier einfach die Banane reingegangen ist. Einfach den Spray reingehalten. Nick dann noch mit zwei Frags durch die Smoke. Beziehungsweise Swanny am Ende noch richtig getroffen. Bisher das Spiel irgendwie sehr B-lastig. Auch jetzt wieder der schnelle Go in Richtung B. Wieder der Spray von den Jungs. Jetzt noch die Double Nade und die klingelt. Was bitte war das für ein Block? Und es ist wieder die B-Side, wo hier einfach die Mauer aufgestellt wird. Erst der Spray, dann die Double Nade und die Kaboom. Damit die Runde gesprengt. Diesmal Teamfliegen mit dem Default. Schnell nochmal versucht, die Banane einzunehmen. Die Nade auch nur mit viel Schaden. Zwei Spieler über das Haus. Auch die Nade macht ultra viel Schaden. Damit der erste Spieler schon mal rausgenommen. Jetzt muss man aufpassen. Der Molly auch perfekt getimed. Also ich glaube bei den Fliegen, ey, da hat man doch überhaupt gar keinen Bock mehr. Erst Shepherds in dem Rush in der Banane. Dann Shepherds im normalen Default-Aufbau. Erst in der Banane, dann im zweiten nochmal hinterher in Anti-Boiler. Dann kommt im richtigen Moment der Molly. Auch jetzt hier noch der Push durch die Smoke mit der Reaggression Flash. Und glaub mir, wenn du da nicht tilt bist, wenn du einfach überhaupt, egal was du machst, gar keine Chance mehr hast, dann weiß ich auch nicht. Auch jetzt wieder North Lions. Wunderbar. Double Setup. Wookie nochmal erfolgreich gegen Fred. Und rüber Tobi. Er gönnt sich hier den ersten. Nein, Lorand gönnt sich den ersten. Swanny, der letzte Überlebende. Klingelingeling. Und das war's. 6-4. Und die North Lions. War das gerade eine Flawless? Naja, nicht ganz. Davor war es eine Flawless Round. Hier hat es jetzt einen nicht überlebt. Über Tobi. Schon mit 16-4. Lorand mit 11-5. Und schaut mal hier. Swanny mit 4. Chief mit 2. Kurz mal Utility. Hier sieht man die B-Spieler. 251, 202.
128. Klingelingeling. Da Shepard und Wookie macht direkt weiter. Nimm ich hier direkt schon mal Bernie raus. Also seht's mir nach, wenn ich jetzt hier gerade so ein bisschen was weniger anfange zu kommentieren. Denn die fliegen hier nicht mehr, sondern die kriechen nur noch auf dem Boden. Haben überhaupt gar keine Schnitte, auch jetzt wieder flawless die Runde gespielt. 7 zu 4. Wir stehen eine Runde vor der Halbzeitführung. Mal wieder in die Banane und wieder rüber Tobi mit dem Spray, kriegt hier zwei direkt rausgenommen. Banane, die braucht ihr nicht mehr anzuspielen, ihr Fliegen, denn der Raum gehört nicht mehr euch. Die drei Nades in die Banane nochmal runtergeworfen, machen nur ein bisschen Schaden. Dementsprechend, das ist das, was man halt eben bei Entfernung machen kann und auch durchaus machen muss. Banane-Kontrolle wirklich tief anzuspielen, den Raum komplett einzunehmen und dann kannst du halt eben mit 4 Mann auf A stehen. Und das ist einfach jetzt eine Bank auf A. Da kommst du halt nicht drauf, wenn du keinen komplett getakteten Go hast. Weil ist der eine weg, stehen halt eben immer noch 3 andere. Und andersrum kannst du halt in der Banane mit einer einzigen Person jiggeln. Und sobald du das erste Köpfchen oder den ersten Stück Körper siehst, ziehst du dich halt eben wieder zurück. Und in dem Moment kann die Rotation von A wieder zurückgehen. Dann stehst du wieder mit 2 Mann auf B. Sehr schön gespielt. North Lions stehen hier kurz vor der 9. Runde. Denn Team Fliegen, man sieht es auch schon am Bay. Die haben keine Lust mehr. Eine AK, 2 MAC-10, 2 Deagle. Wieder komplett mit allem Mann in die Banane. Wieder sind es die Nades, die hier klingeln. Bernie versucht hier durch die Smoke zu pushen, kriegt hier aber auch dann nur einen einzigen Frag. Wookie macht nämlich dann einfach weiter. Sofort der Molly hinterher. Und ihr seht es bei Chief und bei Fred. Da ist einfach überhaupt nichts mehr an HP. Und die Side ist zu. Auch jetzt der Push durch die Smoke. Einzig und allein ist es wieder Swanny. Der hier versucht noch was zu machen. Kriegt das erste Köpfchen nochmal. Aber gegen Marian ist dann auch Feierabend. Also 9 zu 4. Mal gucken, ob wir wieder den Rush einfach in die Banane sehen. Fakt ist, das Team Knife haben wir schon mit dabei. Man geht wieder mit vielen Mann in die Banane. Diesmal Shepard's nicht so richtig, die Nate. Klingelt zwar durchaus nochmal, aber Barney, er stirbt im eigenen Molly. Wieder ist es die Bank. Wieder, nein, ist es die Mauer in der Banane, wo man nicht durchkommt. Swanny zwar erfolgreich, nun gegen Lang. Das weiß ich nicht. Also man entscheidet sich anscheinend für den Flank in Richtung B.
Und das könnte jetzt der falsche Call sein, weil man pusht sofort die Banane runter, will hier also Richtung Zeit durchgehen. Swanee versucht alleine noch Richtung City zu halten. Wartet wohl darauf, dass da die Rotation kommt. Die kommt aber nicht. Und damit die Information, dass B offen sein wird. Und damit zieht man hier einfach durch, Chief, nur am Baiten, Zeit rauszunehmen. Denn jetzt ist die Bombe auf B geplantet. Red noch mit 70 HP, Swanee mit 14. Man hat noch zwei Smokes und eine Flash. Erste Köpfchen gefunden. Und dann lag die Smoke nicht richtig. Double Digits für North Lions. Trotz, dass man hier noch drauf reingefallen ist. Man konnte die Bombe zwar nochmal planten. Somit Geld für die letzte Runde. Aber eine Chance sehe ich bei den Fliegen überhaupt nicht. Also ich will mich festlegen. Und lieber Chat, ich binde euch mit ein. Eins in den Chat, wenn wir hier die Teamfliegen mit wieder mal maximal 6 Runden sehen. Eine 2 in den Chat, wenn ihr der Meinung seid, die Fliegen, sie schaffen mehr als 6 Runden. Und jeder, der den 2 schreibt, wird auch sofort gebannt. Denn Chief, er senkt sich, komm, Bernie. Schön, dass du deinen Frag machen wolltest. Ich mache einfach mal einen Frag gegen dich. Wieder die Reaggression Flash. Wilbur Tobi kann da komplett reinziehen, aber muss auch in den Molly rein. Der Molly auch zum richtigen Zeitpunkt. Marian, Nick, beide erfolgreich. Und wunderbar. Ey, wenn man sich dieses detaillierte Play von den North Lions anschaut, sei es der Push in die Banane oder die Verteidigung der Banane, sei es jetzt gerade, als man wusste, okay, gut, Banane kommt nichts mehr. Instant die Smoke in Teppich, instant die Smoke in die Mitte. Und damit halt einfach komplett die Rotation zu zerstören und zu sagen, so, hier brauchst du halt auch nicht lang zu gehen. Und jetzt macht's zwar schief, nochmal zwei wichtige Frags in Richtung B, wieder die Bombe geplantet. Und wieder ist es ein 2 gegen 2, aber Chief mit einem HP, Swanee noch komplett full. Mit dem Reed hier von hinten zu pushen. Damit wird das ein 10 zu 5 in der ersten Halbzeit. Wieder auch hier bockstark und jetzt wird es ein schnelles Play von den North Lions. Hier ist gleich Feierabend. So, jetzt will ich mal schauen. Wir nehmen mal diese Kameraeinstellung. Mal schauen, ob ich recht habe. Denn hier klingelt es direkt. Auch wenn ich damit gerechnet habe, dass es hier einfach ein Mitte-Push wird und man komplett mit Hass durchgeht. Nein. Man nimmt sich einfach direkt das Duell in der Mitte. Wilbur Tobi, Wookie, einfach durch. Swanee, wie in der ersten Runde schon, komplett alleine im 1 gegen 4. Das wird die 11. Runde für die Jungs von North Lions. Also eigentlich kannst du auch anfangen und Kill in die Konsole einzugehen. Wobei, nee, das wäre auch schon wieder respektlos. Und jetzt wird hier noch geneift. Tschüss. Tschö mit Ö, die 11. Runde.
Ach, wie ist das schön. Mal die North Lions langsam die Bananenkontrolle mal einnehmen. Drei MAC-10, 2 AK. Komplett in Richtung B gestanden. Einfach das perfekte Timing. Rüber Tobi zieht hier einfach direkt durch auf die Side. Auch Swanee mit der M4 hat da einfach überhaupt gar keine Chance. Wird einfach direkt aus dem Leben genommen. Da hat die MAC-10 einfach im Spray den Vorteil. Deutlich mehr Schüsse im Vergleich zu der M4A1S. Und somit die Bombe geplantet auf A. Retake. Wollte ich gerade sagen, wird noch eingeleitet, aber nein. Ganz alleine, Chief. So eine M4 kann dann doch noch so ein bisschen was mehr Schaden machen. Jetzt ist sie aber halt eben auch leer. Jetzt wird hier fleißig noch genannt. Also das Match ist glaube ich gelaufen. Also es wird hier easy peasy lem squeezy für die North Lions durchgehen. 12-5. Auch jetzt, man merkt, dass man bei den Fliegen keine Lust mehr hat. Man will das Match hier nur noch beenden. Und wenn wir hier über Beenden reden, bitte schaltet nach dem Match nicht direkt ab. Denn erstens werden wir mit Sicherheit auch heute wieder ein Interview für euch bereit haben. Ich weiß zwar noch nicht, wer kommt, aber wahrscheinlich wird wer kommen. Vielleicht kriegen wir auch dann die Information, was es auf sich hat, dass Reflex nicht mehr im Team ist. Und ganz zum Schluss werde ich euch noch auf unserem zweiten Kanal raiden, wo gerade die Blue Jays gegen die Replika Esports spielen. Das Spiel, das Team rund um Gotti, den Caster, ihr kennt es vielleicht, ihr kennt ihn vielleicht, die spielen nämlich auch gerade und übrigens auch dort Overpass beziehungsweise Nuke wird die zweite Map sein. Da würde ich euch ganz gleich gerne rüberschicken und tut mir bitte einen Gefallen, wenn es dann soweit ist, dann hinterlasst auch direkt einen Follow da. Und ja, Reflex, Aimnetty, Reflex ist raus. Hat mich genauso überrascht wie dich jetzt gerade. Über Tobi hat hier eben mal gerade ganz kurz die Information einfach mal reingeworfen, dass Reflex das Team oder nicht mehr im Team ist. Ich habe keine Information darüber, ob er verlassen wurde oder ob er verlassen hat. Mal kassiert Wookie den Anschuss von seinem Teammate. Erfolgreich gegen Bernie, Wibber Tobi erfolgreich gegen Barney. Oder Barney, wie wir es nennen wollen. Damit North Lions. Sie machen sich gerade auf den Weg zur 14. Runde, sind schon auf der Side durch. Chief und Fred, die gehen safen. Oder? Na, ich weiß nicht, was Chief da noch macht. Also hier wird nichts mehr anbrennen. Bombe auf der Side geplantet. 14-5. Das wird der Stand der nächsten Runde sein.
Also ich wiederhole mich nochmal, ne? Ich habe das ganze Match wirklich viel knapper und spannender mir vorgestellt. Aber dass es so deutlich auf beiden Maps sein wird, damit hätte ich im Lebtag nicht gerechnet. Die Fliegen werden hier einfach wirklich komplett zerlegt. Haben überhaupt gar keine Chance, ins Spiel reinzufinden. Beziehungsweise mittlerweile, glaube ich, sogar schon gar keine Lust mehr auf das Spiel. Denn auch Wilbur Tobi ist schon durch auf die Side. Nur noch alleine. Chief in der Banane. Ihr habt man jeglichen Respekt verloren, dass er da einfach wirklich komplett wild nochmal durch die Smoke pusht und einfach instant ins Köpfchen gibt. Also, 10 Map und dann auch Matchpoints zum 2:0. Und ich glaube, damit ist es gewesen. Hier gibt es schon die ersten Teamkills. Das wird's gewesen sein. Das wird's gewesen sein. Und damit GG, well played, 16:5.